Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ro. Ups. ja, einen wunderschönen guten Tag. Ne? Fängt ja gut an. So, wir spielen heute wieder mal Rome Total War 2. Und, ja, es gibt ja auf diesem Kanal fast nichts anderes. Ab morgen gibt es dann Anno 1800, falls es jemand interessiert. Und hier werden wir jetzt mal endlich Pella einnehmen. Ah, nice. Stimmt ja. Das wollten wir ja nächste Runde machen, weil der da ist ja nicht ganz so gut aufgestellt. Wieso habe ich den da hingestellt? Und der da kommt jetzt nächste Runde dahin. Ha, dann wird er wahrscheinlich einen Ausfall machen. Wie Ausfall? Oh, so kann ich nicht arbeiten. Nee, genau. Wir werden... Ah, Sparta wird dann den da angreifen, aber da habe ich eine ziemlich... Nee, das ist das nicht. Da habe ich trotzdem eine ziemlich gute Garnison, weil ich hier eben... ich habe bisher da Prätorianer. Also kann da ruhig kommen. Das ist mir doch egal. So, mit der 6. Legion werde ich dann eine Pulpodeva einnehmen. Die da werden hier einnehmen. Und die 3. Legion Larissa und dann Athen oder Sparta. Läuft. Jetzt läuft es endlich. Nach, warte, ich muss meinen schlauen Zettel finden. Genau. Wir sind 110, ne? Nicht? Gut, 9 Jahre zu spät für Südfrankreich. Ah, genau, Südfrankreich. Was passiert denn da gerade? Und noch 5 Runden bis Afrika. Und Afrika muss ich jetzt mal... Ah, genau. Spanien haben wir ja... Genau, letzte Runde haben wir die da erobert. Und jetzt kommt dann... Übernächste Runde würde ich das machen, weil die sind ziemlich angeschlagen. So richtig ziemlich. Ups. So. Ach, schaut euch die Garnison an. Das soll mal jemand versuchen einzunehmen. Gut. Genau, mit Afrika. Ich habe immer noch nicht entschieden, wie ich das machen soll. Weil Afrika, rein theoretisch gehört es ja uns. Aber rein praktisch nicht. Das heißt... Ich könnte Karthago auch nochmal angreifen. Mögen die uns? Ich glaube nicht. Das ist Karthago so, nee. Das Volk von Karthago heißt ehrliche Männer und ehrliche Worte willkommen. Puh. Also jetzt machen wir erstmal. Griechenland fertig. Das ist schon peinlich, ne? Also, 166 wurde Makedonien... Ne, 100, also 166 wurde Makedonien angegriffen. Und 149 wurde, genau, Makedonien erobert. Und das haben wir, glaube ich, schon geschafft, aber sind dann wegen der guten alten Sezession zurückgetrieben worden. So, die hat was bekommen. Und so ein Attentat. Dieser da hat auch was. Mhm, der tuckert mal nach da. So, kleine Voraussetzung. Also der bleibt mal da, weil hier sind noch 2 kleinere Armeen. Und einmal hier. Warte mal. Den besuchst du mal. Ja, komm. So. Die bekommen aber alle nichts. Der bekommt auch nichts. Das wird heftig, wenn die Grauen, die Paprika, abtrünnig werden. Warte, Loyalität sichern. Okay, -3 nur noch, das ist ganz gut.
Wir haben letzte Runde das Imperium gemacht oder vorletzte Runde. Deswegen sind überall oder relativ überall die öffentlichen Ordnungen ein bisschen nach unten. Aber das ist schon in Ordnung. So, dann würde ich sagen, nächste Runde. Genau, Fähigkeit, Fähigkeit und Tradition. Da sieh mal einen an, der hatte eine Tradition bekommen. Nahkampfangriff. Schüsse pro Minute. Ich mach mal Nahkampfangriff. Weil Schüsse pro Minute brauche ich eigentlich nicht, weil die schon so heftig sind. Und ich denke daran, wenn die dann geändert werden, dann habe ich lieber, dass die... Nur aus einer Stadt. Nö. Dass die wirklich... Wieso geht der jetzt da weg? Ist der bekloppt? Ist doch voll bescheuert. Okay, die ziehen sich jetzt alle zurück. Das ist interessant. Genau, weil sobald die Schiffe dann geändert werden, habe ich eigentlich voll die Nachteile. Und deswegen will ich die Nachteile ein bisschen hoch machen, weil im Fernkampf sind die ja unschlagbar. Oder auf der Ferne. Mhm. Das ist meine Philosophie. So. Rang erhöht. Veteran. Okay. Provinzielle Migration. In Provinzen, die weit entfernt von Rom sind, mangelt es oft an römischen Bürgern und Kultur. Unternehmer. Magnate helfen lokalen Handelsvorhaben zu stärken und entwickeln. Steuerntreiber, Publikaner helfen sicherzustellen, dass die einheimischen Bevölkerung Gebühren bezahlen. Landbesitzer, Landeigentümer helfen regionale Landwirtschaft und Produktion einzurichten und aufrechtzuerhalten. Blühender Handel, Tribut, Einnahrung, Wohlstand. Ich werde, glaube ich, den Landbesitzer nehmen, weil eine Nahrung für alle. Entschuldigung. 20 Vorstand. 10 und Zolleinkommen. Ja. Rang erhöht. So, warte, dann guckst du mal dahin. Okay, da ist eine. Geister in der See. Okay. So, warte, du. Da polierst mal hier hin. Baubericht, Bündnis, Fraktion, besorgte Bevölkerung. Weh, ja, da braucht es noch ein bisschen. Du erhöhst es mal um Grande 2. Das ist super. Verschleiß, Legion 4, Impeller. Weil das, ja, ich dachte, hier bekommen wir jetzt eine wunderschöne Schlacht zu sehen und dann ist da nichts, ne? Wow. Okay. Ja, komm. Erobern wir, besetzen wir einfach. Hier. Ne, brauchen wir nicht. Handel, Dantel, Forschungsrate. Super. Ja, genau. Dann du gehst mal nach Pull. Ja, das können wir auch automatisch machen. Das ist, ja. Puh.
Imperium. Okay. Ja, wir sind jetzt Imperiumsstufe. Fünf, glaube ich. So, das ist Zivile. Das haben wir ja schon. Forschungsrate. Nahkampfabwehr. Und öffentliche Ordnung. So. Du gehst mal. Soll ich hier runter? Mit der Legio 1. Mit der dann einfach weiter nach hier. Ei. Aber warum? Also hier ist eine. Der hat eine Garnison von 11. Uiuiui, okay. Warte, dann kommst du hier hin. Ja, kannst du ihn einfach schnabulieren. Auch einfach nur besetzen. Wir brauchen ja eigentlich jetzt kein Geld und ja, okay, hier haben wir auch schon Stufe 3. Gut, dann schnabulierst du mal hier runter. Warte, ist das meiner? Ja. Dann schnabuliert ihr mal hier hin. Stufe 2, super. So. Minus 48, das ist halt schon ein bisschen. Wieso habe ich hier zweimal? Das ist doch dämlich. Warte, dann mache ich den zum Fisch. Zum Fischer. So, du bekommst was. Das ist wunderbar. Upsala. So. Wo tuckerst du dann hin? Warte mal, du schaust mal, wo Athen hin ist. Da hinten. Du kannst hier nichts rekrutieren. Du kannst erst in fünf Runden rekrutieren. Und hier können wir jetzt Rekrutierungskosten. Ja, das ist Anpassung an die lateinische Kultur. Ja, dann geht es hier schneller. Loyalität, welchen, das gehört jetzt auch uns, das ist gut. Ja, oder ich mache öffentliche Ordnung. Ja, aber brauche ich eigentlich nicht. Aber plus 3 Anpassungen an die, das ist halt nichts. Ein bisschen wenig. Na, mache ich erstmal das gute alte Panem. So, du musst jetzt aufpassen. Was gefährlich ist, sind die Sperrkämpfe. Aber natürlich, also nächste Runde werde ich das angreifen. Angeblich schaffe ich das nicht. So, du gehst hier hin. Oh. Hier habe ich auch keine. So, du bist schon gegangen. Du gehst hier hin. Du schaust mal hier rein. So. Hier oben ist alles klar. Hier ist alles klar. Warte, das können wir noch hochpushen.
das. Nee. Aber das ist gut. Okay. Das war's dann. Der bekommt noch was. Was bekommst denn du? Du bekommst. Stehlen. Geheimaktion. Du bekommst nichts. Du bekommst nichts. Du bekommst was? Ui, das ist ein Krieger, ne? Ein Genius. Ein Genius! Ein Genius. So. Angst einschüchtern. Uiuiui. Minus 30 Moral für alle feindlichen Einheiten. Alter. Ein furchtsamer Ruf ist so stark wie 20 Armeen. Das ist wahr. Das hat die Geschichte schon öfters bewiesen. Tugend. Eine tugendhafte Person wird ihre Pflicht tun. Präsent. Minus 40. Widerstand gegen fremde Besetzung. Plus. Ja, okay, nee. Das ist uninteressant. Plündern. Stolz. Plündern. Angriff. Steht nicht tatenlos herum und greift an. Auf in die Schlacht. Kriegsschrei. Ja, mache ich mal den Angriff. So. Legion 1 bekommt auch was. Das ist sweet. Das ist ein. Okay. Der kommt dann nächste Runde auch mit. Wenn er bis dahin nicht, also keinen Ausfall macht. Das wird noch interessant. Gold ist ein Geschenk, das. Ja, aber ich habe 500.000. Wie. Oh Gott. Wieso macht er so dämliche Sachen? Wieso? Er hat jetzt seine Verstärkungsarmee da rausgeholt. Aus Athen. Genau dasselbe, was der Makedonier in Pella gemacht hat. Ich verstehe das nicht. Das ist doch so dämlich. Ich spiele hier auf sehr schwer. Ich will, dass es sehr schwer ist. Also, es ist super schwer wegen den ganzen Bürgerkriegen und so, aber nicht wegen den Feinden. Also, nicht wegen den. Die sind dämlich. Oh. Habe ich gesagt dämlich? Ja. Tobi und sein vorlautes Mäulchen. So, mal schauen. Aber. Römer haben schon des Öfters, öfteren sich aus Hinterhalten rausgekämpft oder wurden ein paar ziemlich Bekannten auch, ja, vernichtet. Legion 7. Zum Glück heißt es nicht die Legion 9. Upsi. So, die Verteidiger der Hügel. Oh, wie passend. Wie passend. Oh, schöner Tag. Bitte alles sehr schnell nach vorne. Wo kommt ihr denn her? Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Von da? Nur von da? Ja, von da. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Okay, der hätte das sehr viel schlauer machen können, aber egal.
Das war gut. Das war super. Das war super gut von ihm. Unser General wird angegriffen. Das war sehr gut. Respekt. Das ist gut. Das ist super. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, das ist wieder ziemlich gefährlich für meinen General. Was machst du da? Achso. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das war mal heftig. Das war mal heftig. So. Die beiden sind auch noch fresh. Oh. Bereit!
haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Der bleibt jetzt mal da, weil sonst stirbt er jetzt auch wieder auf den letzten Drücker. Ja, der ist auch noch in Ordnung. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Deine Seile. Rom ist unser aller Mutter. Oder auch nicht. Uiuiuiuiui. Wo charge ich ihr denn hin? Na, egal. Gut, knapper Sieg. Mal schauen, ich habe ja fast die Hälfte verloren. Ja, aber das Doppelte gekillt. Ja, war in Ordnung. Aber also dafür, dass das, also er hat ein bisschen weniger aufgestellt, aber er hat halt volle Truppenstärke. Also die waren alle Heile und so weiter. Deswegen. Bei mir sind auch alle Heile geblieben. Das ist schön. So, jetzt brauche ich aber da noch länger, um nach Südfrankreich durchzubrechen. Das ist ein bisschen blöd. Okay, Intrige hat sich entwickelt. Haus der Cornelia. Dieser Charakter ist gewachsen und kehrt mit seinem erworbenen Wissen zurück. Rang erhöht, Sohn ist erwachsen. Militärtradition, natürlicher Tod, Politiker. Die Dame, okay. Mission fehlgeschlagen, ja, ist sowas von wurscht. Gut, dann. Nein, du sollst so gehen. Und du gehst jetzt mal so. Und, kannst dich natürlich nicht mehr einbunkern. Tradition ist natürlich Schwertgürmpf. Was ist das da? Motivieren Geheimaktion. Da machen wir aus dir einen Strategen. Und du bekommst Kinder und Schwerter. Wow, du bekommst Kinder und Schwerter. Und du hast keinen Agenten. Ah, schade. Forschungsrate. Aber Schutz. Nee. Agentenumsturz. Wohlstand durch Unterhaltung. Ja, okay, dann machen wir den mal und rüsten den dann oder skillen den mal um. So, ja. Schau, jetzt kann ich das automatisch machen. Das ist doch kacke. Lasst einfach Athen so zurück. Aber das haben die ja schon mal gemacht, ne? Genau, hier bunkere ich mich ein. Was erforsche ich denn gerade? Ah, okay. Dann lassen wir den mal kurz da. Die können wir eigentlich auch relativ, warte, Kultur.
Lateinische Kultur machen wir hier. Und du kannst bis runter gehen. Und Griechenland ist unter römischer Flagge. Es hat lange gedauert, aber endlich ist es soweit. So. Wow. Es ist 108. In drei Runden muss ich Afrika angreifen. aber er ist 93. Okay, in drei Runden muss ich in Afrika landen und 93 habe ich Alexandria erobert. Und davor 131 bin ich in Athen, Türkei gelandet. Habt ihr das nicht mitbekommen? Also ich schon. Ja, super. Na, aber hier kann ich gleich weitermachen. Ah, das ist mein Kaiser. Ja, können wir auch automatisch machen. So, Sparta werden wir nicht. Ah, nee. Sparta werden wir nicht zum Klientel machen, weil sonst breitet er sich auch aus. Und das wollen wir nicht. So. Mal schauen, was Makedonien da oben noch hat. Okay, warte, dann gehe ich mit der hier rein. Die stapfiert jetzt dahin. Okay, da haben wir 7. Okay, also das könnten wir noch verlieren. Larus. Ah, das ist da unten. Da machen wir öffentliche Ordnung, oder? Oder machen wir da Essen? Ah, machen wir öffentliche Ordnung. Gut. Das ist auch nicht mein Buddy. Wo schnabulierst du dann hin? Du gehst auf Jagd. So. Du gehst mal, warte, hier hin. Und, ja, stimmt. Ah. Ich hatte immer noch in Erinnerung, dass wir, ja, dass wir da einen Kriegshafen haben, aber haben wir ja nicht mehr. Tschüss. Was machst denn du hier die ganze Zeit? Nix, ne? Du machst einfach nichts. Gefällt mir. Oh, wir sind schon wieder über der Zeit. Genau, also. Ah. Da will ich den Hafen ausbauen. Gut, wir haben jetzt endlich Griechenland erobert. Uiuiui. Dann nächste Runde werden wir Hellas ja, erobern. Und dann Makedonien besiegen. Und dann. Genau, schon mal mit zwei Armeen Richtung Asien. Beziehungsweise in die heutige Türkei marschieren. Dann werde ich hier unten. Nee, hier. Das kann ich ja eigentlich jetzt schon anfangen. Sonst vergesse ich das nächste Runde. Und zwar ein Vermächtnis aufstellen. Und zwar Legion 1. Wieder einsetzen. Rekrutieren. Und hier werden wir jetzt mal schauen, was passiert, wenn man eine. Eine Armee nur aus Gladiatoren macht. Oder? Nee, das geht. Nee, das geht nicht. Weil. Ich brauche ja Fernkämpfer, ne? Und ich brauche Kavallerie. Also, hier einmal wieder 4. Da Prätorianer bekommen die nicht. Einmal 4. Einmal 1. Einmal 4. Und dann 5, oder? Nee, einmal 3.
Gladiatoren. Ich mach, glaube ich, Speergladiatorinnen. Weil die haben. Ah, der hat einen heftigen Nahkampfangriff. Die hat 49. Da mache ich ja nochmal zwei Gladiatoren. Super, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid morgen wieder dabei. Und genau, morgen kommt endlich Anno 1800, wie ich schon ihr angedroht habe. Und ich freue mich tierisch darauf. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da auch reinschaut. Also, wenn es euch interessiert. Gut, dann ja, habt noch einen tollen Tag und schöne Woche und bis dann. Bye.